ci provo. Dai, vai con la musica. Nur noch 40 Kilometer, juhu! Zuschauermäßig ist das hier natürlich komplett anders zu Berlin. Aber wenn wir hier da sind, dann hört man sie auch. Die ersten 5 Kilometer sind durch, in knapp 26 Minuten. Ganz gute Pace. Ich werde es wie in Berlin machen. Ich halte mich an meine Frau und werde schön mit 1 Meter Abstand hinter ihr herlaufen. Das ist eigentlich wie so ein großer Lauftreff. Passiert gerade wenig an der Strecke, es geht flach geradeaus. Erster Pipi-Stop, da bin ich hinter der Pacer-Gruppe rausgekommen, aber ging mir wieder. Meine Frau hat ja gesagt, sie macht locker, aber wie ihr seht, wir haben gerade die 340er Pacer-Gruppe überholt. Meine Frau ist 30, 40 Meter weiter vorne, hat sie überlegt ein. Und jetzt kommen wir gleich zu Kilometer 8. Kilometer 8,5, was cool ist. Hier gibt es ganze halbe Liter Flaschen, wo sich natürlich deutlich besser trinken lässt als aus diesen blöden Plastikbechern wie zum Beispiel in Berlin. So, jetzt sind wir in der Ortschaft Mira. So, die ersten 10 sind durch. In knapp 51 Minuten. Weiter geht's. So, das erste Drittel wäre geschafft. Das sind gute 15 Kilometer durch. Zweite Pinkelpause. Von daher kann ich jetzt gerade mal ein bisschen mehr filmen. Meine Frau ist da vorne. Und ich bin mal gespannt, was das wird. Sie wollte eigentlich locker laufen. Aber wir machen hier gerade einen 5er Schnitt für die ersten 15 Kilometer. Ich glaube nicht, dass sie das bis zum Ende durchhält. Bei mir, ich denke, es wird gehen. Aber gucken wir mal. Also bis jetzt Endzeit Richtung 3:30, 3:35. Glaube ich aber nicht. Also zweite Hälfte wird garantiert langsamer. Vielleicht kommen wir auch besser durch, als ich dachte. So, kurz vor der Halbmarathon-Marke geht das hier mal ein kleines Brückchen nach oben. Kilometer 20, 1 Stunde 41. Jetzt geht es hier erstmal richtig schön durch ein nicht so schönes Industriegebiet. Richtig schön grau und hässlich hier. So, und Halbmarathon ist drin. In Stunde 46. Und wieder raus aus dem U-Bahn-Tunnel. Oder whatever das war. Und Kilometer 25. Damit sind es noch 17. Da haben wir noch eine random Kaufhandel. Kilometer 28, wir sind 2/3 geschafft, 2 Stunden 22, macht einen ziemlich glatten 5er Schnitt. Aktuelles Tempo immer noch so 5:10, 5:15, läuft, wir machen weiter. Pinkelpause 5 oder 6, ich höre auf zu zählen, ist echt krass, aber jo, it is what it is. Wir sind jetzt bei Kilometer 28 durch, von daher läuft echt gut. Meine Beine machen gerade wieder so ein bisschen auf, muskulär, ich merke jetzt gerade nur meinen rechten Hintern. Hamstring, wie immer. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke mal, wenn jetzt kein Einbruch kommen sollte, auch bei meiner Frau, dass wir so mit 3 Stunden 40 wahrscheinlich finishen dürften. Jetzt geht es immer wieder eine Brücke hoch. Ganz schön netter Anstieg, würde ich mal sagen. So, und die 30 Kilometer sind auch durch. 2 Stunden 33, schon knapp über dem 5er Schnitt. Jetzt geht's ab nach Hause. Bei Kilometer 31 geht es hier nochmal an der Messe vorbei. Da haben wir die Startunterlagen abgeholt. Jetzt geht es auf die ungefähr 4 Kilometer lange Brücke rein nach Venedig.
noch einen kleinen Brückenhügel mitnehmen. Ganz da hinten, irgendwo in der Ferne, da kann man Venedig schon leicht erkennen. So, das war jetzt Pinkelpause Nummer 7 oder 8. Und das muss jetzt die letzte gewesen sein. Wir sind jetzt gleich in Venedig, Kilometer 34 kommt gleich. Und in Venedig, ja, ist es glaube ich nicht so gern gesehen, dass man in der Stadt irgendwo an die Häuser pinkelt. Also, jetzt heißt es Knoten rein, durchziehen und heim. Wir sind jetzt 2 Stunden 51 unterwegs. Geschätzte Endzeit irgendwo 3,40 bis 3,45. So, da vorne jetzt Kilometer 36. Und dann geht es hier nochmal diese lange Brücke nochmal kurz ein bisschen hoch und runter. Und dann sind wir, glaube ich, endlich in der Stadt. So, jetzt beginnt endlich der schöne Teil hier in Venedig. Letzten 3 Kilometer. Der 3 Stunden 40 Pace hat uns zwar gerade überholt, aber das wird auch trotzdem noch ein knappes Finish über 3,40 heute, glaube ich. Sehr nice. Wetter spielt auch gut mit. Ich denke mal, so langsam kommt jetzt auch wieder Stimmung in der Strecke auf. 3 Kilometer noch und das ist die erste von angeblich 14 Brücken, die uns jetzt hier noch erwarten soll. So, Kilometer 40 in 3 Stunden 28 und hier kommt Brücke Nummer 7. Jetzt geht's rein, mitten ins Getümmel. Ja, jetzt geht's auf den Markusplatz. Richtig schön, zentrale Venedig. Letzten 1500 Meter ungefähr. Brücke Nummer 10, glaube ich. So, und wir kommen zur wahrscheinlich letzten Brücke. Die ist nochmal extra lang. Kommt auch noch eine. Aber da hinten sehe ich schon den Zielbogen. Mettiamo la grafica per favore del network sullo schermo. So, wir sind fertig. Irgendwas unter 3,42, 3,41. So, letzten Kilometer waren noch ein bisschen zäh, das Frauchen. Aber ging echt richtig gut. Und ja, nochmal 2-3 Minuten schneller als in Berlin. War sehr geil. Und da ist das nächste Ding. Kurzes Fazit zu den Beinen vor allem. Meine Beine fühlen sich deutlich besser an als auch Berlin. Muskelkater kommt wahrscheinlich noch. Vor der Oberschenkel sind super locker. Meine Hamstrings, die merke ich ein bisschen. Hüfte fühlt sich ziemlich gut an, muss ich sagen. Zumindest sind die links und rechts gleichmäßig angespannt. Rechts ist nicht irgendwie doller. Sollte ich aber jemals wieder die Idee haben, untrainiert in der Woche vor dem Marathon mit täglich 250 Liegestütze anzufangen, nie wieder. Mir haben meine Schultern und Oberarme den ganzen Marathon mit am meisten Probleme beschäftigt. Ich musste meine Arme so oft runterhängen lassen, die haben echt ziemlich wehgetan. Aber ja, irgendwie ging es dann doch.